Rosen ist einfach eine Leidenschaft. Ich liebe Rosen. Viele Rosen, aber auch viel Arbeit. Aber trotzdem, ich liebe Rosen. Dieses Jahr haben wir leider durch viel Regen Krankheiten, das heißt Pilze, aber hält sich noch im Rahmen. Wir versuchen ja ohne Chemie zu arbeiten. Man muss fast jeden Tag an den Rosen dran sein. Jetzt sind so Verblühte, die muss ich natürlich rausschneiden. Und auch richtig rausschneiden, damit die wieder blühen. Worauf man achten muss, was ich von einem Rosenzüchter gelernt habe, man muss immer über den fünfblättrigen, so wie hier, so fünfblättrige schneiden. Das haben wir dann in Steinfurt bei so berühmten Rosenzüchter gesehen und gelernt. Das Tolle ist, man schneidet, man denkt, es ist fertig, man dreht sich um, doch wieder einige da, die noch geschnitten werden müssen, wie das hier. Also Rose lässt einen nicht los, auch mit Dornen nicht. Wenn man weggehen will, dann haftet sich an einem und hält einen fest. Das sind alle Duftrosen. Das ist zum Beispiel heißt Duftfestival. Die Madame heißt Auguste Louise. Also die Rosen, das sind richtige Edelrosen. Ich mag sehr gerne Duftrosen. Wir haben in der Türkei gebaut, so unser Traum verwirklicht. Und wir wollten immer viele Rosen im Garten haben. Das war so 96, 97. Und da fing diese große Leidenschaft an. Was ich natürlich sehr gerne noch mache, ist, dass ich Rosen fropfe. Von dieser Rose zu der Rose was fropfe, damit verschiedene Rosen blühen. Meine Frau findet das nicht schön, weil ich die Rosen mische, die Farben, egal wie, mische. Aber ich finde es trotzdem schön und mache. Sie nennt mich dann Punching Lama oder Rosenpuncher. Worauf ich mich freue, dass meine Tochter auch diese Leidenschaft mit Rosen angefangen hat und freut sich jetzt über ihre neue Rosen, die sie pflanzt. Wie ich nach Deutschland kam, war schon interessant. Ich habe damals in der Türkei, ein Abiturjahr war das, im Sommer habe ich immer mein Geld selber verdient. Das heißt, ich habe getaucht und viele Fische harponiert, viele Fische gefangen und das immer verkauft. Und eines Tages sagte mein Onkel zu mir, da ist eine deutsche Frau, die auch in der Türkei groß geworden ist, aber ist eine Deutsche, die macht gerade im Hotel Urlaub, die langweilt sich. Und ich habe von dir erzählt, sie würde sehr gerne mit dir tauchen gehen. Kannst du sie mitnehmen? Also wenn sie gut schwimmen kann, gerne mache ich das, also kein Problem. Und dann habe ich diese Frau zu meinen Tauchfahrten mitgenommen, ich habe getaucht. So wie ich erzogen bin und so wie die Türken erzogen sind, immer so vorsichtig nach dem Tauchen, habe ich dann, wenn ich 10 Kilo Fische gefangen habe, alles ihr angeboten. Mit der Hoffnung, dass sie, was sie braucht, nimmt und den Rest mir gibt, damit ich auch verkaufen und meine Taschengeld verdienen kann. Sie hat das immer alles genommen. Jedes Mal, wenn sie mit mir tauchen war, ich habe mich geschämt, ihr zu sagen, ich brauche eigentlich auch Fische. Das war nicht meine Erziehung, man macht das nicht. Naja, und jedes Mal habe ich ihr angeboten und sie hat jedes Mal die Fische komplett, es waren doch unheimlich viele Fische. Im Hotel, habe ich erfahren, hat sie Partys geschmissen, da alle Leute zum Fischessen eingeladen. Aber sie hat nie daran gedacht, dass ich was brauche. Und meine Mutter hat angefangen zu meutern, hat gesagt, Kind, was machst du denn eigentlich? Sag ich, ah ja, Mutter, so und so passiert das, ich traue mich ja nicht. Hat sie gesagt, nein, jetzt Schluss. Nächstes Mal sagst du, meine Mutter möchte auch Fisch haben, dann behältst du die Hälfte oder was weiß ich, oder mehr, dass du dann Fisch nach Hause bringst zu essen, dann auch verkaufst, was du brauchst. Habe ich dann auch so gemacht. Nächstes Mal dann nicht direkt alles angeboten. Sie hat dann auch keinen Ton gesagt, natürlich. Aber da war mir so nah und hat sie gesagt, sag mal, was machst du, wenn du deine Abitur gemacht hast? Sag ich, ich will nach Australien. Ich habe immer die Australien im Kopf gehabt.
Sagst du, was willst du in Australien? Komm doch nach Deutschland. Ich habe zwei Kinder, mein Mann muss ich ansprechen. Dann kannst du mir im Garten helfen. Ich habe schönen Garten, wenn du Gartenarbeit machst. Ich habe auch Gartenarbeit sehr gemocht. Sag ich, ja, das wäre ja toll, aber nach Deutschland wird doch nicht gehen. Sagst du, doch, doch, wenn wir dich einladen, kannst du kommen. So ist das dann auch passiert. Ich dürfte nach Deutschland kommen, die haben mich eingeladen und bin in die Sprachschule. Eigentlich die Bedingungen waren so, während ich hier bin, sollte ich auch irgendwo arbeiten, damit ich Geld verdiene, um meine Schule zu bezahlen. Ich hatte ja bestimmte Geld gespart von meinem Fischerei. Dieses Geld war innerhalb halbes Jahr rum, fertig, denn die Sprachschule habe ich bezahlt, den Bus bezahlt und dieses jenes war mein Geld alle. Dann sagte ich, ich muss wieder nach Alanya in die Türkei, ich habe kein Geld mehr. Ich muss wieder Geld verdienen. Dann sagt sie, ja, okay, aber wenn du nächste Mal kommst, dann wirst du wirklich dann studieren und auch arbeiten. Haben sie mich wieder so gelockt, sage ich, okay. Dann bin ich wieder in die Türkei zurück. Habe ich wieder angefangen, im Sommer Fische zu fangen und verkaufen und zu sparen, damit ich beim nächsten Mal meine Sprachschule und alles andere bezahlen kann. Dann bei einem Fischrestaurant, wo ich meine Fische immer abgegeben habe, das war ein Freund von mir, habe ich meine Fische immer abgegeben, verkauft. Abend waren dann so viele Deutsche dort, die Fisch gegessen haben. Ich habe da ja auch im Restaurant geholfen, denn ich konnte ja ein bisschen Deutsch sprechen, nach halbem Jahr Sprachschule. In dem Restaurant war so ein deutsches Paar, den habe ich geholfen und die Fische gezeigt und welche gut sind und welche sehr frisch, welche ich abonniert habe. Und die waren sehr nett und der Mann war äußerst freundlich und hat gefragt, wo ich in Deutschland war. Habe ich erzählt, in Wallau, in Wiesbaden. Sagte, ach Gott, er wohnt in Mainz und die spielen immer Basketball. Er war ein Psychologe. Er sagte, wir Psychologenteam spielen immer Basketball in Ingelheim. Magst du Basketball spielen? Ich habe auch sehr gerne Basketball gespielt in der Schule. Sag ich, oh ja, sehr gerne, aber ich habe kein Auto und nix. Sagte, mach nix, wenn du nach Deutschland kommst, ruf mich an, ich komme und hole dich ab. Habe ich gedacht, super, ob der das machen wird. Auf jeden Fall nach langer Zeit, ich habe ja genug Geld gespart, im Herbst kam ich wieder hierher, habe ich gedacht, Mensch, ich rufe den jetzt mal an. Sagt, ach, bist du jetzt schon da? Und sage ich, ja, ich bin da. Sagt er, pass auf, am Freitag spielen wir Basketball. Und sag mal genau, wo du wohnst, ich komme und hol dich ab. Habe ich ihm dann auch gesagt. Tatsächlich kam von Mainz nach Wallau, hat mich abgeholt, sind wir nach Ingelheim gefahren. Von Ingelheim nach Wallau wieder zurück und nach Mainz ist er nach Hause. Und damals konnte ich ja gar nicht begreifen, was das für ein Weg das ist. Aber heute ist mir klar und es war unglaublich nett von ihm, dass er das gemacht hat, was er versprochen hat. Und mich nicht allein gelassen hat hier, und das war klasse, das war, ja, ich war sehr gerührt. Und dann eines Tages an der Basketballhalle da, im Sporthalle, wir waren ein bisschen früher da, dann kam eine wunderschöne Frau rein, direkt neben mir, ich guck sie an, ich war hin und weg und das war... Und sie ist meine jetzige Frau. Ich habe sie damals zum ersten Mal gesehen und beim Spiel habe ich sie verrückt gemacht und immer hin und her. Und sie war so sauer auf mich, weil ich die Bälle von ihr weggenommen habe und dass sie sogar geschimpft hat und gesagt, Mann, spiel doch mal ein bisschen woanders. Weil sie war eine Anfängerin, war sehr leicht von ihr den Ball abzustauben. Und ich dachte, wie sie geschimpft hat, dachte ich, scheiße, jetzt hast du Mist gebaut. Aber war nicht so. Und Gott sei Dank. Und ja, da sind wir halt uns näher gekommen. Und ja, wir sind heute noch zusammen. Sehr glücklich. Aber nach einiger Zeit ist ja wieder mein Geld alle gewesen. Ich durfte ja nicht arbeiten.
habe nicht arbeiten dürfen und dadurch war mein erspartes Geld wieder alle und musste ich wieder in die Türkei zurück. Diesmal habe ich gesagt, jetzt habe ich die Nase voll, ich will für immer zurück und fertig. Und mein Freund, der Psychologe damals, sagte, ja, wie bist du denn überhaupt zurück? Ich sage, ich weiß es nicht, irgendein Bus oder ich weiß es nicht. Sagte, weißt du was, ich schenke dir mein Auto, den wollte ich eh abstoßen, zum Schrott geben, so eine Fiat 124 war das damals, kannst du haben, dann schmeißt du in der Türkei hin, weg und dann hast du bis dorthin ein schönes Auto. Sag ich, ja, schön und gut, aber ich kann doch nicht Auto fahren. Dann sagte meine jetzige Frau, meine Frau, ich fahre dich nach Istanbul. Boah, sage ich ehrlich, ja klar, ich fahre dich. Das hat sie auch gemacht, die Arme. Es war so kalt im März, wir sind dann gefahren. Wir konnten nicht im Auto ein bisschen schlafen, weil es so kalt war, dass sie dauernd fahren musste. Als wir in Istanbul ankamen, im Bett lag sie so, weil sie ja dauernd so fahren musste. Alles war eingeschlafen sozusagen. Das war schon eine sehr abenteuerliche Fahrt. Ja, und ich war dann in Istanbul. Meine Frau nach einer Woche musste wieder zurück. Und dieses Auto müsste an der türkischen Grenze auf ihr Name überschrieben werden. Denn das Auto hatte ich ja hier auf meinen Namen überschreiben lassen. War ja zugelassen auf meinen Namen. Aber an der türkischen Grenze haben die Beamten gesagt, nichts da, Sie können mit dem Auto nicht in die Türkei fahren. Sag ich, wie bitte, das Auto gehört doch mir. Sagt er, ja, ja, aber Sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt in Deutschland. Sag ich, wie bitte? Nee, Sie haben keinen Stempel und nichts, Sie haben da schwarz gelebt. Sag ich, was? Das Problem war, dass die Familie, bei der ich in Wallau gewohnt habe, hatten mich nicht angemeldet, obwohl eigentlich abgesprochen war, dass sie mich anmelden, dass ich hier legal bin und regulär da sein kann und studieren kann und arbeiten kann. Aber da ich mich hier nicht auskannte, wusste ich nicht, dass ich illegal war, dass ich nicht angemeldet war. Ich hatte echt Glück, dass ich nie mit Polizei Kontakt hatte. Wenn die mich so erwischt hätten, hätten sie mich ausgewiesen. Und es war sehr traurig natürlich, dieser Moment. Dann sage ich zu denen, ich schenke das Auto meiner Freundin jetzt. Dann, Sie können ja meine Zeuge sein, ich schenke ihr. Sagt er, ja, ja, schön und gut, Sie brauchen einen Notar. Sag ich, ach, was soll ich denn jetzt machen? Ah ja, ein Notar ist 30 Kilometer in Edirne, nachts um 2 Uhr. Und er kann Ihnen das überschreiben und dann können Sie reinfahren. Aber das Auto wird dann auf Ihre Freundin zugelassen sein. Sag ich, ist in Ordnung. Dann mussten wir eine Taxi mieten nach Edirne um 2 Uhr. Der Taxifahrer kannte das schon. Der hat den Notar in einem Bar rausgeholt, der war halb besoffen. Und hat das Auto sozusagen, ich durfte das Auto schenken. Und dann war hiermit ihr Auto. Da sind wir wieder zur Grenze. Und dort ist dann genehmigt worden, in ihrem Pass eingetragen, dass sie mit einem Auto rein ist. Aber nach einer Woche Aufenthalt in Istanbul musste dieses Auto abgestoßen sein. Wir haben versucht, in Istanbul das Auto dem Istanbuler Zollhafen abzugeben und verschenken. Nein, 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 wir nehmen kein Geschenk an. Dieses Auto muss dort, wo er reingegangen ist, also an der bulgarischen Grenze, Edirne, dort muss abgestoßen werden. Das war wieder eine Sauerei. Wir mussten mit dem Auto nach Edirne fahren, wie viel 100 Kilometer, das Auto dort im Zoll abstoßen, endlich austragen lassen. Dann sind wir mit dem Bus wieder nach Istanbul. Also das war auch so ein Abenteuer, ja. Ja, wir dachten, das ist jetzt vorbei, mein Abenteuer Deutschland Ende. Aber so war es nicht, denn wir konnten nicht ohne Zusammensein leben. Und dann haben wir wieder neu beschlossen, dass ich hierher komme und hier studieren werde. Dann kam ich auch hierher wieder nach einiger Zeit und dann mich Studium angemeldet. Ich musste mein Abitur nachweisen. Ich musste einige Prüfungen machen, damit die sagen, okay, dieser Mann hatte tatsächlich Abitur gehabt und das habe ich nachweisen müssen. Daraufhin, nach dem Nachweisen, habe ich mich in der Hochschule, katholische Hochschule angemeldet, für Sozialarbeitsstudium. Als Vorpraktikum musste ich eine Praktikumsstelle haben.
Der gute Harald, den ich im Fischrestaurant in Alanya kennengelernt habe, war der Leiter von der Erziehungsheim Ingelheim. Das war genial. Dann habe ich dort angefangen, meine Praktikum zu machen. Dann eines Tages, Harald kam zu mir dort, sagte, du, die Polizei bräuchte Hilfe. Die brauchen jemanden, der dolmetscht in Ingelheim. Die haben Probleme mit einigen Türken. Also ich mache das gerne. Dann bin ich, das war mein erstes Mal, ins Dolmetscherleben reingeschlittert sozusagen. Dann war ich ein sehr gefragter Dolmetscher in Mainzer Gegend. Manchmal bin ich sogar nachts um 2 Uhr geweckt worden, zum Einsatz mitgenommen worden. Einmal habe ich sogar jemanden vom Selbstmord abgehalten in Mainz Altstadt. Haben die mich angerufen, die Polizei, dringlich schnell kommen. Und dann, ich dürfte mitten im Geschäftszeit Augustinerstraße hochfahren. Und dann saß der Mann auf dem Dach und mit dem musste ich so lange diskutieren. Ich könnte den Mann so lange hinhalten und beschäftigen, mit ihm streiten. Während er mit mir gestritten hat und mit mir beschäftigt war, haben die Beamten von hinten ihn geschnappt und zurückgezerrt und er konnte nicht runterspringen. Das hat mich so glücklich gemacht, dass ich ein Leben so auch durch Streitgespräch retten konnte. Ja, und dann gab es riesen Applaus und ich habe, ja, war toll, es war schön. Ich bin nicht nur Jäger, leidenschaftlicher Jäger, sondern auch ein Sportschütze gewesen, aktiver Sportschütze. Ich habe Skeet geschossen, sehr aktiv, und auch jagdliches Turniere teilgenommen, jagdliches Schießen. Das ist wieder ganz andere Disziplin als nur Skeetschießen. Bei jagdlichen wird auch mit Kugel geschossen und Schrot und verschiedene Disziplinen, Trab und Skeet. Ich habe die Hessenmeisterschaft gewonnen. Ich war der Hessenmeister. Ich war überall in Deutschland, fast in jedem Turnieren dabei. Auch deutsche Meisterschaft habe ich teilgenommen. Das habe ich leidenschaftlich gemacht. Ich habe es geliebt. Beim Skischießen hatte ich unheimlich viele Freude. Ich war wirklich überall, von Holland bis nach Hamburg, nach München, deutsche Meisterschaft. Meine Frau hat das auch unterstützt und hat nicht gemosert. Sie hat mich eher gefordert und auch psychisch unterstützt, denn ihr Beruf ist ja Therapeutin, Psychotherapeutin. Das ist sehr wichtig bei Turnieren, psychisch stabil zu sein. Ja, wenn ich diesen Schrank so anschaue, das ist Teil von meinen Trophäen, erfreut mich das. Jagd mache ich heute noch. Gestern zum Beispiel gab es wieder große Jagd, Rapsernte. Sind sehr viele Wildschweine, die sehr viel Schaden machen. Wir haben dann halt Schadenbekämpfung gemacht, einige Wildschweine erlegt. Ja, unsere Küche ist gut versorgt mit Wildfleisch. Jagen ist wieder so eine Leidenschaft. Ich habe früher sehr viele Turniere bestritten, Schießturniere. Ich habe nicht nur sportlich Skeet geschossen, sondern auch jagdliches Schießturniere. Eine davon war sehr berühmt in Kaiserslautern. Das hieße Barbarossa-Pokal. Da kamen unglaublich viele Menschen aus allen Teilen von Deutschland, waren Schützen da. Dort habe ich zweimal teilgenommen. Erst einmal, wie ich teilgenommen habe, bin ich Zweiter geworden in dem Turnier. An diesem Turnier habe ich nochmal teilgenommen, darauf folgende Jahr. Das war mein zweites Mal überhaupt. Und da habe ich das Turnier gewonnen. Und das war natürlich eine Sensation. So ein Tag kommt und gewinnt auch noch dieses Turnier. Und der erste Preis war immer sehr, sehr teuer. Bei der Preisverleihung kam der Turnierleiter auf mich zu, hat mich zur Seite genommen und hat zu mir gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich muss Sie fragen, sind Sie Mitglied im Landesjagdverband? Es wird erzählt, Sie sind nicht Mitglied im Landesjagdverband. Wenn Sie nicht Mitglied sind, können Sie den Preis nicht entgegennehmen und Sie dürften auch nicht mit hier teilnehmen. Ich habe gesagt, Sie guter Mann, wenn ich nicht Mitglied gewesen wäre, wäre ich sowieso nicht hierher gekommen, weil ich ja weiß, die Bedingung ist es so.
Und ich bin natürlich Mitglied. Ich möchte meinen Preis Regelform haben. Sie können sich Montag bei Landesjagdverband erkundigen und die anrufen. Sie werden bestätigt bekommen und sich bei mir dann entschuldigen. Er hat sich dann bei mir nochmal, es war ein sehr höflicher Mann, sich entschuldigt, dass er überhaupt so eine Frage stellen müsste. Aber es wäre ein Mann, der ständig da rumgestochert hat und rumgesagt hat, warum damals dieses Problem aufgetaucht ist, war mir ganz klar. Das war mein Konkurrent, ein Zahnarzt, der ein sehr guter Schütze war, mit dem ich oft in Turnieren geschossen habe und oft auch gewonnen habe. Und der hat mir das nicht gegönnt. Der hat den sozusagen den Türken, der da schießt und das gewinnt, diese große Turnier, diesen berühmten Turnier in Deutschland, einfach den ersten Platz macht, das hat er nicht verkraftet. Der hat mir das nicht gegönnt. Naja, Montag natürlich hat der Turnierleiter mich angerufen. Er hatte mir übrigens das Gewehr damals natürlich ausgehändigt, hat mit der Voraussetzung, wenn ich Mitglied bin, darf ich behalten. Montag hat er mich dann angerufen, sich nochmal entschuldigt. Er hat sich erkundigt, dass das alles okay sei und mir Glück gewünscht. Das ist auch so eine Erinnerung, wo ich halt heute dran denke und sage, mein Gott, muss das denn so sein? Und wie schade, ja. Bei den anderen Turnieren, wo viele Preise auf dem Tisch lag, habe ich einmal was erlebt. Danach habe ich aufgehört zu schießen, jagdliche Turniere zu machen. Denn es war, als ich kam, der Tisch voll gewesen. Es waren unheimlich viele Preise. Ich habe meinen Beitritt bezahlt und an diesem Turnier teilgenommen. Nach Ende zu hat man gesehen, ich werde wieder dieses Turnier gewinnen. Ich komme hoch in den Raum, wo Preise auf dem Tisch voll beladen waren. Noch nicht mal die Hälfte der Preise lagen auf dem Tisch. Sag ich, was ist hier passiert? Sag mal, war irgendwelche Diebe hier, haben die Preise abgeräumt, bevor es zu Ende ist? No, die haben wir ein bisschen halt für den anderen Turnier gespart. Habe ich gesagt, schämt ihr euch denn nicht? Was ihr da macht, ist eigentlich zum Beschämen. Na ja, die haben sich rumgedrückt, aber das hat mich sehr, sehr verletzt. Und danach habe ich aufgehört, jagdliche Turniere zu machen. Ich habe während meines Studiums mich beim Bürgermeister angemeldet und bin ich dorthin mit meiner Frau, habe ich mich vorgestellt. Ich habe ihm gesagt, ich studiere zurzeit Sozialarbeit, demnächst werde ich fertig. Ich denke, es wird bestimmt das auch gebraucht. Ich wollte nur Ihnen halt Bescheid sagen, dass ich sehr große Interesse habe, als Sozialarbeiter in Mainz zu arbeiten. Das war irre, was der gesagt hat. Der hat gesagt, ach, hören Sie mal, die Türke kommen doch gut zurecht. Die brauchen doch keine Sozialarbeiter in Mainz. Die kommen doch ganz toll zurecht miteinander. Wir brauchen keine türkischen Sozialarbeiter. Ich war so geschockt, ich war so enttäuscht und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe damals in Mainz gelebt, ich lebe heute auch in Mainz. Aber in Mainz habe ich niemals als Sozialarbeiter gearbeitet, nur für die Polizei sehr oft gearbeitet. Nach meinem Studium habe ich ja Praktikumplatz gebraucht. Nach meiner schweren Enttäuschung bin ich nach Wiesbaden, habe ich mich dort beworben, Erziehungsberatungsstelle. Die hatten eigentlich keinen Platz für einen Praktikanten gehabt. Aber als sie gehört haben, dass es einen türkischen Sozialarbeiter gibt, hat der damalige Jugendamtleiter eine Praktikantenstelle sofort geschaffen. Und ich durfte als erster Praktikant in der Erziehungsberatungsstelle mein Anerkennungsjahr machen. Während meines Anerkennungsjahr dort durfte ich als Dolmetscher bei der Schwangerenberatung aktiv sein. Das war die Hölle, das war unglaublich. Aus ganz Deutschland kamen Frauen, weil es sich rumgesprochen hat, dass jemand während der Schwangerenberatung ihre Sprache spricht. Dass die Frauen dann mit der Ärztin reden konnten, was sie wollten, was sie gedacht haben. Also die wussten überhaupt nicht mehr, wie sie die Termine einrichten sollten. Es war unglaublich, der Run dort damals.
Nach meinem Anerkennungsjahr dort, nachdem ich fertig war, ich bräuchte ja dann normale Stelle. Ich wollte, dann war ein Anerkennungsjahr rum und ich bräuchte eine Stelle. Dann hat Burgert, damaliger Amtsleiter, mir eine Stelle wieder in der Erziehungshilfen besorgt. Ich habe Jugendliche in den Heimen untergebracht. 90% der Jugendlichen kannte ich nicht. Ich habe die nur aus den Akten gekannt. Also es war eine Arbeit, die mich nicht glücklich machte. Während dieser Zeit habe ich mein Bein gebrochen. Dann lag ich zu Hause im Gips. Dann kam ein Anruf. Über Drittkanäle hat man gehört von Jugendzentrum Biebrich, dass es ein türkischer Sozialarbeiter gibt. Und dann haben mich gefragt, ob sie mich besuchen dürfen. Sie würden mit mir wegen der Stelle sprechen. Ich lag im Bett mit dem Gips sozusagen, kam dann die Kollegen vom Jugendzentrum, haben die Situation geschildert, dass dort ganz schwierig war mit den türkischen Kids und deutschen Jungs. Die haben sich geschlagen und unheimliche Feindschaft. Als sie mir die Arbeit geschildert haben, was meine Aufgabe ist, habe ich sofort zugesagt. Und ich fand diese Arbeit genau das, was ich brauche. Ich habe noch nicht einmal ein Bewerbungsgespräch geführt und ich bin da übernommen worden. Und dann bin ich dort, ich glaube 35 Jahre oder ich weiß nicht, geblieben. 82 habe ich dort angefangen. Sehr, sehr reizvoll. Es hat mich voll erfüllt. Es gab auch unheimlich viel Stress. Ich hatte unheimlich Drohungen bekommen, weil ich nicht nachgegeben habe, gesagt habe, nee, das geht nicht, auf keinen Fall. Und dann haben sie versucht, mit Drohungen mich fügig zu machen oder anders zu denken. Aber genau das Gegenteil erreicht. Zum Beispiel einmal ist passiert, dass ein Jugendlicher, der so ein stark, ein Ochs war, einer Praktikantin die Brust angefasst hat. So richtig hinter der Theke, eiskalt, ihr Brust gefasst und gesagt, auch ein netter Busen hast oder so. Und daraufhin bin ich natürlich völlig, ja, aus Rand und Band und ihn zu Sau gemacht und rausgeschmissen. Ja, und solche Leute wollten natürlich wieder reinkommen. Und, aber die mussten auch dafür natürlich gerade stehen, was sie gemacht haben. Wir haben Gespräche damit geführt. Das war ja nicht nur einfach rausgeschmissen, fertig, sondern es müssten Gespräche stattfinden und ihm versuchen, man musste versuchen, klarzumachen, was er gemacht hat. Er sagte dann zu mir, kommt dann und sagt, ey Bruder, wir sind doch beide Türken, weißt du? Da war es bei mir Ende. Als ich hier angefangen habe, was die Situation mit den Jugendlichen, türkische, deutsche oder andere Nationen untereinander, das war sehr, sehr merkwürdig. Sie hatten unglaublich viele Vorurteile voneinander. Sie behaupteten, die Türken sind so, nur so. Die Türken behaupteten, ja, die Deutschen sind auch nur so. Es war wirklich sehr, sehr angespannt, die Lage. Und ich habe mir das lange angeguckt und habe gesagt, es kann nur besser werden, wenn Sie die Türkei und die Leute dort, die dort lebende Türken kennenlernen und ihre Vorurteile überprüfen, dass diese Feindschaft aufhört. Dann haben wir angefangen, Gelder zu sammeln mit Jugendlichen. Wir haben überall geschrieben, wir haben die Wichtigkeit von dieser Begegnung überall erzählt. Tatsächlich kam von überall Hilfe. Und durch diese Spenden könnten wir die erste Fahrt in die Türkei verwirklichen. Jugendliche von hier, die hier was zu sagen hatten, die auch Mut hatten mitzukommen, haben zugesagt und kamen mit. Sie waren so angenehm überrascht, dass sie nicht mehr wussten, was sie sagen sollen. Die haben gesagt, ey, das gibt's doch nicht. Wir kennen doch die Türken in Wiesbaden oder in Deutschland. Das sind doch ganz andere Menschen hier. Das sind doch unheimlich liebe Menschen, gastfreundlich, nett. Und die nehmen uns mit offenen Armen. Was ist da los? Dann haben die wirklich angefangen, ihre Vorurteile zu überprüfen und könnten damit dort ihre Vorurteile revidieren.
und sagen, oh oh, wir haben bis heute falsch gewusst. Und damals muss man sagen, wir waren in einer Pension und mit 15 Jugendlichen, wir haben jeden Tag selber gekocht, jeden Tag drei Mahlzeiten mit den Jugendlichen geschafft, in zwei Platten, Kochplatten, das Ganze zu meistern und dort uns zu versorgen. Und mit den Schülern und Schülerinnen dort Kontakt aufgenommen, mit denen Programm gemacht. Und diese Jugendlichen, die hier wirklich viel zu sagen hatten, haben was Tolles erzählt zu den anderen, die immer noch ihre Meinung hatten und ihre Vorurteile hatten. Und die Jugendlichen, die mit in der Türkei waren, die waren meine besten Multiplikatoren. Die haben alles revidiert. Wenn es Diskussionen gab, haben die sofort Hand hochgehoben, haben gesagt, nee, 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 das stimmt so nicht. Du musst da hingehen und das erleben. Wir haben das erlebt. Und dann haben wir gesehen, Gott, wie wichtig das ist, internationale Jugendbegegnung. Das ist doch so wichtig, für Weltfrieden auch sehr wichtig und für überhaupt Zusammenleben so wichtig. Und dann haben wir das institutionalisiert. Ach, das ist ein schwieriges Wort. Das haben wir dann offiziell gemacht. Das heißt, ein Jahr kamen sie zu uns, haben zwei Wochen hier mit uns hier Programm mitgemacht. Wir waren mit denen überall. Wir waren im Europäischen Parlament. Wir waren im Straßburg-Konzentrationslager. Wir haben alles mit denen Politisches auch durchgemacht und gemeinsam gefeiert, Programm gemacht mit unseren Jugendlichen. Das war so toll, dass sie uns dann dort aufgenommen haben. Wir mussten nicht mehr selber kochen, Gott sei Dank. Wir dürften dort in 5-Sterne-Hotels unsere Essen essen. Und eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, habe ich dort erlebt. Also wir waren, wie gesagt, bestens untergebracht. Es war kurz vorm Abendessen. Es war noch 10 Minuten, glaube ich, dass das Buffet aufgemacht wird. Ein Buffet, man kann sich gar nicht vorstellen, wie reichhaltig das war. Meine Kids waren überglücklich. Wir waren im Garten von diesem Hotel, warteten noch die 10 Minuten, dann wollten wir reingehen. Dann sagte ein Mädchen, er will nach Hause. Sag ich, wie bitte? Wir sind doch erst seit 3 Tagen hier. Dann sagte sie, ich habe Hunger. Sag ich, was? Wie? Du hast Hunger? Sag sie, ja, ich hungere. Sag ich, aber Mädchen, aber du, wir sind doch hier in besten Hotels und Buffet. Du kannst doch alles essen, was du willst. Ist doch alles da. Ja, aber trotzdem habe ich Hunger. Sag ich, ja, ich war verzweifelt. Ich war erst mal geschockt. Und dann ist mir eingefallen, dann habe ich gesagt, sag mal, was isst du denn zu Hause in Wiesbaden? Dann sagt sie, wir essen fast nur Nudeln und Soße. Sag ich, oh, Gott sei Dank, habe ich sie an die Hand genommen, habe sie reingeführt zum Nudelbar. Dann habe ich ihr gezeigt, da ist Spaghetti, da ist was ich, allerlei Nudeln und hier ist die Soße und hier ist Käsesoße, Hackfleisch und vegetarisch. Allerlei Nudeln, als sie das gesehen hat, war sie, also ich vergesse nicht das Glück in ihren Augen. Und dann sagte sie, jetzt werde ich hier bleiben. Jetzt geht's mir gut. Ja, während so einer Fahrt erlebt man halt unheimlich interessante Sachen. Und dann kam eine Jugendgruppe hier. Wir haben Vorbesprechungen gemacht, wir haben unser Programm dargestellt. Und dann sagten die Jungs, die da waren, die aus der Türkei kamen, nichts anderes als unsere Kids damals mit voller Vorurteile. Deutschen sind kalt, Deutschen sind nicht hilfbereit, Deutsche sind das und Deutsche sind dieses. Sag ich, ja, wo hast du das denn gehört oder erlebt? Ja, meine Eltern haben das erzählt. Hast du eigene Erfahrungen gemacht? Nee, aber meine Eltern haben das erzählt und das glaube ich. Sag ich, okay, du wirst ja jetzt hier 2 Wochen leben und dann gucken wir weiter. Dann hatten wir ein Rallye gehabt in dem Tag, Kennenlernen-Rallye, Stadtrallye. Die sollten
bestimmte Orte finden und sich halt durchfragen in der Stadt, wo was ist und welche Kirche wo ist, welche Statue wo ist. Und noch dazu hatten sie ein rohes Ei in die Hand bekommen. Und dieses rohe Ei musste gekocht an unserem Treffpunkt gebracht werden. Dann wollten wir natürlich bewerten, welche Gruppe was besser gemacht hat. Die sind voller Eifer davongezogen, ab. Und dann nach 2 Stunden, glaube ich, haben wir uns getroffen. Manche kamen mit einem kaputten Ei, weil das Ei gefallen ist. Manche haben versucht, in dem Kochbrunnen das Ei zu kochen. Manche kamen mit gekochtem Ei. Tatsächlich, das Ei war gekocht. Wir haben mir immer aufgeschlagen, die Eier, die kamen. Und da waren gekochte Eier dabei. Dann haben diese Kids, die so viele Vorurteile hatten über Deutschen, angefangen zu schwärmen. Was ihre Eltern wohl erzählt haben, wäre doch Banane. Das stimmte doch gar nicht. Die Deutschen wären doch sowas freundlich und sowas nett. Manche Leute haben sie an die Hand genommen. Sogar bei einigen hat ein Ehepaar die so richtig an die Hand genommen und mitgenommen in einem italienischen Restaurant, hat gesagt, für die Kids musst du unbedingt dieses Ei kochen. Bitte mach das. Und dann haben die das Ei gekocht gekriegt. Die waren so überrascht, diese Hilfsbereitschaft, diese Freundlichkeit. Das sind so Momente, wenn ich daran denke, dass mich das sehr glücklich macht, wo ich dann weiß, diese Arbeit war sehr wichtig. Und ja, das erfüllt mich, immer wieder darüber zu sprechen. Ich sehe manchmal von den Kids, die mitgefahren sind, mitgeflogen sind oder mitgemacht haben, wenn ich die in der Stadt oder irgendwo treffe, wie begeistert sie heute noch davon erzählen. Weißt du noch damals? Ja, das macht mich glücklich, das ist schön. Ich liebe überhaupt die Natur. Eine ganz große Leidenschaft ist, Olivenöl zu erzeugen. Das heißt, wir haben viele Olivenbäume. Wir ernten das selber mit den Leuten dort, aber sehr sorgfältig mit der Hand. Olivenöl zu erzeugen, das auch wirklich super Qualität hat, das ist was Wunderschönes, was mich sehr erfüllt. Jahr für Jahr sich überraschen zu lassen, weil du kannst nie wissen, wie dieses Jahr der Geschmack oder die Säuregehalt vom Öl sein wird. Das ist immer wieder sehr aufregend in der Fabrik, wenn die Arbeiter das Öl rausnehmen und dann schon die Säuregrad messen und dann wir probieren es. Ja, das ist sehr aufregend. Das finde ich toll. Ich würde es auch gerne zeigen. Das ist das Öl. Also wir haben das auch in so Flaschen. Man kann das auch probieren mit am besten Weißbrot. Und dann kann man auch merken, wie scharf oder von dem Säuregehalt und wie das ist. Eigenlob stinkt, aber ich finde dieses Öl super. Olivenöl zu produzieren ist natürlich eine sehr komplizierte Sache. Wir haben unsere Olivenbäume in der Türkei, in Südtürkei. Alanya heißt dieser Ort, berühmt, Touristengebiet. Aber wir sind 20 Kilometer von Alanya weit. Unsere Plantage ist 500 Meter übers Meer. Und die Olivenernte ist bei uns auch ganz besonders. Wir ernten nur mit der Hand. Oder mit Kämmen werden die Oliven gekämmt, so runter, ohne dass sie beschädigt werden. Die Oliven, die schon auf dem Boden liegen, werden nicht mitgenommen. Wir decken den Boden zu mit Planen, damit ja keine Vermischung gibt. Denn eine gefallene Olive, selbst wenn von gestern gefallen ist, ist oxidiert. Das möchte ich nicht haben, weil wir möchten, dass frische Oliven haben, die den gleichen Tag gepresst werden. Wir bringen die Oliven, die heute gepflückt sind, sofort auf die Mühle. Der Besitzer von dieser Olivenmühle ist ein Freund von mir. Habe ich natürlich Gott sei Dank ganz besondere Behandlung. Wenn ich dahin komme mit den Oliven, da wird der Tank gereinigt, da wird für uns extra kalt gepresst.
Das alles, auch wie wir die pflücken und behandeln und in Kisten, die Löcher haben, dass ja nicht Olive oxidiert. Das ist unheimlich wichtig. Und wenn der gleichen Tag auch gepresst wird, dann kann man natürlich diese Qualität haben. Trotzdem wissen wir nicht, wie die Qualität wird. Ob das dieses Öl wie 0,4, 0,5 Säuregehalt gehabt hat, ob wir das erreichen. Ich hoffe ja, wir tun unser Bestes, aber es ist wie Wein. Man steckt nicht drin. Es kommt darauf an, wie viele grüne drin sind, wie viele schwarze Oliven drin sind. Ich neige immer dazu, sehr viele grüne Oliven drin zu lassen, damit der Geschmack und dieser nussige Geschmack erhalten bleibt. Die Bauern lachen mich aus, die sagen, ey, warum lässt du deine Oliven nicht schwarz werden, dann hast du doch viel mehr Öl. Das will ich aber nicht. Ich will ja den Geschmack, ich will ja nicht unbedingt sehr viel mehr Öl haben. Ich will selber glücklich sein mit dem Öl und Freude haben. Von daher versuche ich immer so möglichst früh zu ernten, um diesen Geschmack zu erreichen. Mehr Grüne heißt weniger Öl, aber dafür natürlich edles Öl und ja, nussiges, hervorragendes Öl. Als Rentner, man muss doch Aufgaben haben, die man erfüllt. Und wenn die Leute sagen, du bist Rentner, du hast viel Zeit. Von wegen habe ich viel Zeit? Ich habe viel zu tun. Und ich freue mich aber auf die anderen Aufgaben. Ich bin halt so ein Naturliebhaber. Ich liebe die Natur, alles, was dazu gehört. Es ist witzig, viele Leute, wenn ich sage, ich fliege nächste Woche in die Türkei, ach, fährst du nach Hause? Das ist für mich so ganz komisch. Ich sag, wie meinst du jetzt nach Hause? Bin ich hier nicht zu Hause? Ich fühle mich in beiden Ländern zu Hause. Das heißt, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Du kannst mir doch nicht eine wegsprechen oder eine rausreißen. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, das zu haben, zwei Herzen in der Brust zu haben, zwei Kulturen zu haben und die beide zu vergleichen, zu erleben. Das ist unheimliches Reichtum. Ja, das ist wunderschön. Das liebe ich, beide zu haben, diese Reichtum, diese zwei Kulturen zu kennen. Schön, das erfüllt mich.